Die Haltestelle. Zum Kontext dieser Geschichte. Ich bin ein 19-jähriges Mädchen und wohne im Osten Londons. Vor 2 Wochen war ich nachts in meiner Stadt unterwegs, deren Namen ich nicht nennen werde, die aber am östlichen Rand von Greater London liegt. Es war ein kalter Freitagabend Anfang Mai, als ich mich auf den Heimweg machte. Zu diesem Zeitpunkt war ich bereits stark betrunken und hatte mich von meinen Freunden Sanja und Markus getrennt, die ebenfalls sturzbetrunken waren und den Zug nahmen, um nach Hause zu ihrer Unibude in Harrow zu gelangen. Ich war also ganz auf mich allein gestellt. Als ich mich auf den Weg zur Bushaltestelle machte, die nicht weit vom Club entfernt war, bemerkte ich einen großen, dünnen Mann, der mit dem Kopf in den Händen auf der roten Plastikbank an der Haltestelle saß. Ich konnte nicht viel von seinem Gesicht sehen, da es von seinem langen, dunkelbraunen, unordentlichen Haar verdeckt war. Ich setzte mich auf die Bank, die am weitesten von ihm entfernt war. Es war etwa 1 Uhr nachts, die Gegend war menschenleer und ehrlich gesagt, dieser Typ war mir unheimlich. Er trug eine dunkelbraune Lederbomberjacke, grüne Cargos und ein Mayhem-Bun-T-Shirt. Ich saß da und wartete auf den Bus etwa 5 Minuten lang. Ich scrollte durch TikTok. Plötzlich wurde meine Konzentration durch ein Schluchzen unterbrochen, das von links kam. Ich drehte mich um und sah den Mann, der immer noch den Kopf in den Händen hielt und unkontrolliert schluchzte. Ich blickte den Mann mehrmals an, bevor ich meine Entscheidung traf. Ich ging zu ihm hinüber und legte ihm die Hand auf die Schulter. Wohlgemerkt, ich war immer noch in meinem alkoholisierten, selbstbewussten und geselligen Zustand. Er sah zu mir auf und zugegebenermaßen fand ich ihn ziemlich gut aussehend, bis mir sein Atem auffiel. Eine Mischung aus Zigaretten, Erbrochenem und Zahnfäule. Er hatte dicke, gefurchte, dunkle Augenbrauen, kurze, ungepflegte Stoppeln und Tränen kullerten über sein Gesicht. Ich fragte ihn: »Hey, geht es dir gut?« In diesem Moment veränderte sich sein Gesichtsausdruck, er stieß einen lauten Raucherhusten aus und bedeckte seinen Mund mit dem Ellbogen. Er wischte sich mit demselben Ellbogen die Tränen weg, sah mir in die Augen und sagte einfach: »Ich habe viele Menschen verletzt.« Als ich merkte, dass die Stimmung kippte, fragte ich: »Was meinen Sie?« Ich spürte, wie der Alkohol seine Wirkung auf mich zu verlieren begann und ich bedauerte, dass ich mich überhaupt mit diesem Mann eingelassen hatte. Er sagte mir klipp und klar: »Ich habe jemanden umgebracht.« In diesem Moment sank mein Herz auf den Grund meiner Brust. Ich dachte, er müsse scherzen oder lügen. Ich sagte zaghaft: »Warte, was?« Ich verschluckte mich an meinen Worten. Dann gestand er mir, dass er einen 17-jährigen Jungen getötet hatte, nachdem er sich mit ihm zu einem Treffen verabredet hatte. Er erzählte mir, dass er dem Jungen mit einem Schraubenzieher in den Hals gestochen hatte, bevor er seine Leiche im Wald mit Benzin verbrannte. Ich stand fassungslos vor diesem plötzlichen Geständnis, als ich in der Ferne die Scheinwerfer des Nachtbusses auf mich zukommen sah. Ohne zu zögern stieg ich ein und sah mich um. Er folgte mir nicht. Als ich aus dem Bus aussteige, schaue ich nach links und sehe eine dunkle Gestalt mit langen dunklen Haaren, die die Straße entlang auf mich zurennt. Ich renne in Richtung meines Hauses, stecke den Schlüssel ins Schloss, knalle die Tür zu und schreie nach meiner Mutter. In dieser Nacht träumte ich von der Begegnung in allen Einzelheiten und auch in der folgenden Nacht und in der Nacht danach. In den folgenden Nächten jedoch sah ich den Mord in seinen Augen, als wäre es eine Projektion. Der Traum hielt an, als er zu mir aufblickte, und die Pause wurde jede Nacht länger, wobei sich immer mehr Details in seinen dunkelgrünen Augen spiegelten. Die Träume hörten etwa 1 Woche nach diesem Erlebnis auf, aber ich war zutiefst beunruhigt. Was mich am meisten beunruhigte, war seine Stimme, roboterhaft und tief, die fast verzerrt klang, als ich immer öfter von ihm träumte. Mein letzter Traum war in der Nacht des 11. Mai, einem Samstagabend. Ich erwachte mit einer völligen Lähmung meines Körpers und hörte aus dem Zimmer: »Es gab nicht nur ein Opfer«, laut, in einer weiblichen Stimme. Ich erstattete heute offiziell Anzeige bei der Polizei und erhielt ein Aktenzeichen. Die Polizei teilte mir mit, dass sie versuchen würde, den Mann zu identifizieren, da er auf Überwachungskameras zu sehen war, an den Mann von der Bushaltestelle. Lass uns nie wieder treffen. Die Warnung. Ich bin neulich morgens ziemlich genervt aufgewacht. Ein Brief über bauliche Bestimmungen von der Behörde über meinen Hof. Das Land ist teilweise steil gewachsen und bei meinem Versuch, die von den Vorbesitzern verursachten Schäden zu beseitigen, ist ein Schutthaufen entstanden, auf dem auch gerne Unkraut wächst. Ich habe sie angerufen. Sie sagten, ich solle das Unkraut entfernen und sie würden sich um den Schutt kümmern.
Ich scheine keinen Rasentrimmer zu haben. Ich bin weniger wohlhabend als meine Nachbarn und kann mir nur schwächere elektrische Geräte leisten, deren Batterien oder andere Teile innerhalb eines Jahres den Geist aufgeben. Also beschloss ich, mich mit unkonventionellen Methoden zu befassen und fand heraus, wie ich mit dem Sensenmähen beginnen könnte. Ich recherchierte viel und schwärmte von der Idee, eine 100 Jahre alte amerikanische Sense zu restaurieren, wie es die Typen auf YouTube tun. Ich suchte sofort spät in der Nacht nach jemandem, der eine Sense auf Facebook verkaufte. Ein Mann verkaufte zwei, sehr günstig, ganz in der Nähe. Ich habe ihm eine Nachricht geschickt und den Kauf ausgearbeitet. Ich schlief mit dem Gedanken an die Restaurierung des alten Instruments ein. Ich fühlte mich ruhig. In meinem Traum verneigte ich mich vor drei Gestalten. Die eine Frau, schälte eine Frucht, die wie eine Honigwabe aussah und mit roten Blutstropfen gefüllt war. Eine, ein nackter Mann mit einem Wikingerhelm und einem langen, goldenen Horn in einer Hand. Die letzte Figur konnte ich nicht erkennen, nur ein schmutziges, kohleartiges Bild am Rande eines Schattens. Ich weinte, als ich die zweite Gestalt sah und flehte sie an, für mich einzutreten. Ich schien mitten im Gespräch in den Traum eingetreten zu sein. Die beiden anderen Gestalten blickten zu ihm, die Frau sah mich mit einem fast liebevollen Ausdruck des Mitleids an. Die schattenhafte Gestalt schien den beiden etwas in einer Sprache zuzuflüstern, die ich nicht kannte. Sowohl der behelmte Mann als auch die Frau nickten ihr zu. Die Frau sah mich mit einem wohlwollenden Lächeln an. »Ihr müsst euch später erkenntlich zeigen«, sagte sie. Dann folgt ein Gespräch, an das ich mich bis heute nicht erinnern kann. Und ich wache auf. Ich vergesse den Traum. Ich bin 34. Ich habe mehrere Kinder. Meine beiden älteren Kinder wollen mit mir die Sensen holen gehen. Wir steigen ins Auto und ich fahre herum, um Werkzeuge für die Restaurierung zu besorgen. Der Mann wohnt in einem abgelegenen Teil des nächsten Bezirks. Es dauert eine Weile, bis wir sein Haus finden. Er wartet in seiner Einfahrt. Als ich vorfahre, habe ich sofort ein mulmiges Gefühl. Ich kann mir nicht erklären, warum. Er scheint ein netter Kerl zu sein. Und doch spüre ich, dass etwas nicht stimmt. Ich mache ein paar meditative Atemzüge und beruhige mich. Ich steige aus. Er erzählt mir, woher er sie hat, und wir unterhalten uns ein wenig. Sobald ich eine in die Hand nehme, erlebe ich einen kurzen Schockmoment. Ich bestehe darauf, diese blöden Gefühle zu ignorieren. Ich tue es ab. Nachdem ich die Sensen in die Heckklappe des Trucks gelegt habe, gehe ich zur Fahrerseite und bleibe stehen. Der Mann steht da mit einem Stück Papier in der Hand. »Es ist eine Millionen-Dollar-Frage«, sagt er. »Es ist eine Art religiöses Pamphlet auf einem gefälschten Millionen-Dollar-Schein.« Der Mann spricht kurz über den Tod, darüber, dass wir nicht ewig hier sein werden und darüber, dass Jesus Christus das Einzige ist, was unsere Seelen davor bewahrt, in die Hölle zu kommen. Die ganze Sache verstärkt meine Angst. Ich bin sehr höflich und rede mir den Weg zurück ins Auto frei, wobei ich spüre, wie das Grauen während der Fahrt immer mehr zunimmt. Wir halten an einer Ampel nach einer Auffahrt. Ich komme von einer Interstate und biege links auf eine Autobahnkreuzung ab. Ich versuche zu atmen und fühle mich sehr krank. Während die Ampel rot ist, beschließe ich aus irgendeinem Grund, Musik einzuschalten, vielleicht wird mich das beruhigen. Ich bekomme den Drang, mit Spotify auf meinem Radiobildschirm herumzufummeln. Ich höre einen lauten Piepton. Das Licht ist grün. Ich zögere nur einen Sekundenbruchteil, dann fahre ich los. Plötzlich fährt ein Fahrzeug vor mir her. Ein rot-weißer Pickup-Truck. Er muss mindestens 100 gefahren sein. Im Grunde ist alles verschwommen, auch wenn ich einiges erkennen kann. Ich halte an und sobald der LKW weg ist, biege ich ab und fahre sofort auf den nächsten Parkplatz, der sich als Bank herausstellt. Meine Kinder haben es nicht einmal bemerkt. Außer mir scheint niemandem aufgefallen zu sein, wie nah wir an einem ernsten Problem waren. Zum Hintergrund. Diese Typen in Pickups sind hier eine echte Plage. Sie fahren wie Idioten, sind verdammt stereotyp und ich stelle fest, dass sie oft Ärger im Straßenverkehr verursachen. Ich weiß nicht, was es mit dieser Gegend auf sich hat, aber die Leute scheinen hier viel häufiger zu sein als anderswo. Meine Reaktion ist natürlich Wut. Ich wünschte, ich hätte diesen Idioten finden können, der eine rote Ampel überfahren und mich und meine Kinder fast umgebracht hat. Wir waren nur wenige Meter von einem ziemlich brutalen Zusammenstoß entfernt. Ich bin erschöpft, als ich nach Hause komme. Ich baue die Sensen ab und lege die Metallteile in eine Rostlösung. Ich denke daran, ein Nickerchen zu machen, und da kommt der Traum zurück. Ich erinnere mich an die Figuren.
Und wenn ich wach bin, habe ich Theorien, wer sie sind. Ich lese viel altgriechische Poesie und Philosophie, also könnte es auch nur ein Zufall sein. Wie auch immer, wenn tatsächlich drei griechische Götter in einem Traum über mein Schicksal diskutiert haben und einer von ihnen beschlossen hat, für mich zu intervenieren, dann vielen Dank. Ich werde ein Zeichen der Wertschätzung finden. Das Fotoshooting. Als ich und meine beste Freundin in der Highschool waren, 11. Klasse um genau zu sein, übernachtete ich am Wochenende bei ihr, nachdem ich meine Arbeitsschicht beendet hatte. Es war ungefähr zu dieser Zeit, als meine beste Freundin ein Kunstprojekt hatte, das bald fällig war, und sie hatte keine Inspiration, um etwas Originelles zu schaffen. Dann kam sie auf die Idee, ein verrücktes Fotoshooting zu machen, um zu sehen, ob sie sich dadurch zu etwas inspirieren lassen würde. Ich war sozusagen ihre Muse. Sie steht sehr auf Spezialeffekte und so, denn sie ist eine angehende Visagistin. Als sie mit dem Make-up fertig war, sah ich also aus wie eine verwesende, wandelnde Leiche. Wir beschlossen, ein paar Fotos in ihrem Garten zu machen und dann die Bilder zu analysieren. Einige fanden ihre Aufmerksamkeit, andere nicht, also machte ich mich sauber und wir versuchten es noch einmal, aber diesmal als Elfe. Da kam mir die geniale Idee, dass wir vielleicht zum nahegelegenen See gehen sollten, da es dort ein paar tolle Plätze gab, die perfekt wären. Allerdings war es bereits 23:30 nachts. Der erste Fehler, den wir machten, war, dass wir diese Idee nachts um 12 in die Tat umsetzten, was schon ziemlich dumm war. Bei all den schlimmen Dingen, die in unserer Gegend passieren, hätte das allein schon ein klares Zeichen sein müssen, dass wir nicht hingehen sollten. Daran haben wir nicht im geringsten gedacht. Als meine beste Freundin uns dann dorthin fuhr und auf dem großen leeren Parkplatz parkte, was ein weiterer klarer Hinweis darauf war, dass wir wirklich nicht dort sein sollten, saßen wir ein paar Minuten lang in ihrem Auto und diskutierten darüber, wie die Fotos aufgenommen werden sollten. Dann lief mir ein Schauer über den Rücken und ich hatte das Gefühl, dass wir von irgendwoher beobachtet wurden. Dieses Gefühl ließ mich nicht mehr los und ich kann bis heute nicht glauben, dass mein dummes Ich das einfach ignoriert hat. Ich war nicht die Einzige, meine beste Freundin hatte genau das gleiche Gefühl wie ich. Und dann stiegen wir aus ihrem Auto aus und fingen an, Fotos zu machen, wie wir es besprochen hatten. Sie hat gefälschte, realistische Schwerter und andere Waffen, also benutzten wir diese als Requisiten und alles lief perfekt. Was dann geschah, lässt mir immer noch das Herz stocken, denn der Ort, an dem wir uns befanden, hatte Wander- und Radwege und war von einem Waldgebiet umgeben. Ganz zu schweigen von einem See, der nur ein paar Meter links von uns lag. Was wir hörten, als wir gerade dabei waren, weitere Fotos zu machen, war eine Mischung aus einem erstickenden Tier und einem hohen menschlichen Schrei. Und wenn ich sage, dass es sich viel zu nah anhörte, dann meine ich, dass es sich viel zu nah anhörte, um sich wohlzufühlen. Dieses Geräusch dauerte eine gute Minute lang an. Dann hörte es auf und wurde unheimlich still. Viel zu still. Wenn ich jetzt zurückblicke, gab es kein Geräusch von Insekten, als wir aus dem Auto stiegen, und es gab ganz sicher keines nach diesem Geräusch. Das kann nur bedeuten, dass ein Raubtier oder etwas in der Art in der Nähe war. Ich dachte, ich würde nur etwas hören oder dachte, es wäre vielleicht nur eine Art einheimisches Tier. Zu diesem Zeitpunkt begannen meine beste Freundin und ich ein wenig auszuflippen. Dann hörten wir das Geräusch von Stöcken, die rechts von uns in der Nähe eines der Wanderwege in zwei Teile zerbrachen. Ich glaube, ich war völlig weggetreten und konzentrierte mich auf das, was sie von mir wollte. Ich spürte, dass meine beste Freundin aufgehört hatte, Anweisungen zu geben und schaute zu ihr, um zu sehen, dass sie stand und gelinde gesagt erschrocken aussah. Ich fragte, alles klar? Komm langsam zu mir rüber, aber was auch immer du tust, dreh dich nicht um. Als sie diese Worte sagte, schaute ich instinktiv und sehr dumm hinter mich. Etwa 10 Meter von mir entfernt stand eine große, stämmige, aber schlanke schwarze Gestalt, die weder menschlich noch tierisch aussah. Ich dachte zuerst, es sei ein Känguru, so wie es sich bewegte. In diesem Fall ein sehr großes Känguru. Dann wünschte ich mir, dass ich nicht hingesehen hätte, und jetzt sah ich zu meiner besten Freundin zurück und erkannte, dass wir sofort gehen mussten. Denn was auch immer das Ding hinter mir war, freundlich war es ganz sicher nicht. Aber wir konnten nicht einfach zurück zum Auto flüchten, denn dann würde das Ding uns mit Sicherheit verfolgen und es würde ohne Probleme einholen. Also mussten wir so ruhig wie möglich sein, unsere Sachen aufheben und langsam zum Auto zurückgehen. Aber da ich nicht wusste, mit was wir es zu tun hatten, wollte ich mich nicht zurückhalten, denn das wäre sehr, sehr dumm gewesen. Als wir zu ihrem Auto kamen und schnell einstiegen, schaute ich durch die Windschutzscheibe und sah, dass es nicht mehr da war.
Wir haben uns schnell aus dem Staub gemacht und als wir wieder auf der Straße waren, habe ich in den Seitenspiegel auf meiner Seite ihres Autos geschaut und die Gestalt gesehen, die regungslos mitten auf der Straße stand und uns beobachtete. In dem Moment konnten meine beste Freundin und ich endlich verarbeiten, was gerade passiert war. Dann, kurz bevor wir wieder auf die Hauptstraße kamen, stand tatsächlich ein Känguru mitten auf der Straße, was uns noch mehr erschreckte. Als wir wieder bei ihr zu Hause waren, gingen wir schnell ins Haus und schlossen die Türen, schlossen alle offenen Fenster und verriegelten sie und zogen die Vorhänge zu. Ich unterstütze meine Freundin sehr gerne, aber ich werde nie wieder nachts ein Fotoshooting mit ihr veranstalten. Der Djinn. Ich habe diese Geschichte seit 30 Jahren niemandem erzählt, auch nicht meiner Frau und meinen Freunden, weil ich weiß, dass sie mich auslachen würden. Sie wissen, dass ich ein Mann der Wissenschaft bin und religiösen Überzeugungen immer skeptisch gegenüberstehe. Ich habe einen Abschluss in Zoologie und kann mir nichts anderes als Evolution und Genetik vorstellen. Dies ist eine wahre Geschichte aus meiner Kindheit, die ich mit euch allen teilen möchte. Ein wenig Hintergrund über mich. Ich wurde in den 80er Jahren in einer kleinen Stadt an der indisch-chinesischen Grenze in den Bergen geboren. Die Stadt war voll von jungen Leuten aus der ganzen Umgebung, weil es dort ein großes wissenschaftliches College gab und jeder sich für Wissenschaft interessierte. Meine Mutter war wegen ihrer Diabetes, die auch ihre anderen Organe angegriffen hatte, immer krank. Mein Vater, ein religiöser Mann, war wohlhabend genug, um alle damals verfügbaren modernen Medikamente für sie zu besorgen, aber nichts half. Eines Tages schlug ihm jemand vor, sich mit einem Mann in einem kleinen, etwa 300 Meilen entfernten Dorf zu treffen. Mein Vater hatte noch nie von diesem Dorf gehört, also nahm er die Hilfe eines Freundes der Familie in Anspruch, um ihn zu führen. Wir mieteten ein Auto und meine Familie machte sich zusammen mit der Familie seines Freundes auf die Suche nach dem geheimnisvollen Mann. Unterwegs fragten wir die Leute nach dem genauen Weg zum Dorf, denn damals gab es noch kein Internet. Einige führten uns, andere waren völlig ahnungslos. Wir fanden eine Person an der Straße, die uns davor warnte, dorthin zu gehen. Ich erinnere mich an nichts anderes von dieser Reise, als an die Warnung der Fremden. Um die Geschichte kurz zu halten, werde ich einige kleinere Details auslassen. Wir fanden schließlich den Mann, nach dem wir suchten. Ich hatte erwartet, dass er wie ein Zauberer mit Totenköpfen um sein Haus herum aussieht, aber er war ein dünner Mann mit Bart in einem normalen weißen Gewand. Er hatte nichts Besonderes an sich, außer seiner Aura und einem leicht süßlichen Geruch. Er bat meinen Vater, in ein nahegelegenes Dorf zu gehen und einige Früchte für den Prozess mitzubringen, vor allem Äpfel. Er bat uns, bis zum Sonnenuntergang in seinem Haus zu bleiben, und dann begann er. Der Mann bat uns, unsere Augen mit einem Tuch zu bedecken oder in einem anderen Raum zu bleiben, während er den Prozess durchführte. Er bedeckte sogar seinen ganzen Kopf mit einem weißen Tuch. Die Äpfel und andere Früchte lagen auf einem Tisch in einem anderen Raum. Er sagte, das sei für die Kleinen. Ich habe nicht verstanden, was er meinte. Ich erinnere mich, dass er eine Schale mit Wasser hatte, die er ständig ansah. Er fing an, mit leiser Stimme einige Verse zu rezitieren und wir warteten. Nichts passierte. Dann begann das ganze Haus zu beben. Das ganze verdammte Haus fing an zu wackeln und wir konnten die Bäume in der Nähe schwanken hören und das Geräusch von fallenden Blättern. Dann hörten wir Stimmen im anderen Raum. Es schien, als wären mehr als eine Stimme in diesem Raum. Sie klangen wie Kinder. Sehr schelmische Kinder, aber ihre Stimmen waren nicht menschlich. Man konnte die Aufregung in ihrer Stimme hören, als sie diese Äpfel sahen. Es hörte sich an, als würden die Kleinen anfangen, miteinander zu kämpfen. Auch wenn ich nicht verstand, was sie sagten, konnte ich erkennen, dass sie sich freuten. Sie klangen wie Hyänen, die um Futter kämpfen. Dann kam eine tiefe, schwere, nichtmenschliche Stimme, die buchstäblich an den Fenstern rüttelte. Es schien, als ob sie den Kleinen in ihrer Sprache befahl, still zu sein. All die kleinen Geräusche verschwanden in einem Augenblick. Es war, als ob ich mich in einem Vakuum befände, denn es gab überhaupt keinen Ton. Nicht einmal eine Grille zirpte im Wald. Der Mann, der den Vers rezitierte, sagte meiner Mutter, sie solle ihre Frage an den Djinn stellen. Meine Mutter fragte, ob sie jemals geheilt werden würde. Der große Mann sagte etwas mit schwerer Stimme, in einer Sprache, die ich nicht verstehen konnte. Aber meine Mutter verstand es. Sie stellte keine weiteren Fragen mehr. Mein Vater stellte auch einige Fragen und die Familie des Freundes auch, aber ehrlich gesagt erinnere ich mich nicht einmal mehr daran, was sie waren, da es für mich als Kind so überwältigend war.
Ich erinnere mich, dass ich im anderen Zimmer einen riesigen kaputten Mangobaum gesehen habe, der vorher nicht da war. Ich bin mir zu 100% sicher, dass er vorher nicht da war, denn ich habe diesen Raum früher aus Neugierde untersucht. Ich bin mir nicht einmal sicher, wie ein so großer Baum dorthin gekommen ist. Wir fragten den Mann, woher dieser Baum käme, und er sagte, dass sie ihn jedes Mal mitbrächten. Wir verließen den Ort völlig verwirrt, und auf dem Weg dorthin sprach mein Vater kaum ein Wort. Der Mann nahm kein Geld von uns für diese Aktion. Er sagte, er würde seine Gabe verlieren, wenn er es für Geld machen würde. Mein Vater gab ihm jedoch die restlichen Früchte, die er gekauft hatte, als Zeichen der Geste. Als erwachsener Mann kann ich immer noch nicht glauben, was ich an diesem Tag gehört oder gesehen habe, und mein Verstand hat immer versucht, diese Erfahrung in eine Ecke meines Gehirns zu verdrängen. Aber aus irgendeinem Grund dachte ich daran, es nach fast 30 Jahren mit euch allen zu teilen. Der Traum. Ich möchte vorausschicken, dass ich schon immer für paranormale Dinge empfänglich war, sowohl für die schlechten als auch für die guten, aber das ist erst kürzlich passiert und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Obwohl ich in einem christlichen Haushalt aufgewachsen bin und definitiv an Aspekte des Christentums glaube, ziehe ich es vor zu sagen, dass ich einfach spirituell bin, anstatt meinen Glauben mit einem religiösen Etikett zu versehen. Dies geschah vor einigen Nächten, als ich einen der einzigartigsten, lebhaftesten Träume hatte, die ich je hatte, in dem ich, mein Bruder und ein dunkles Wesen vorkam. In diesem Traum unterhielt ich mich mit meinem Bruder und ich erinnere mich, dass ich ein starkes Unbehagen verspürte und die Vorstellung hatte, dass er nicht in der Lage ist, vollständig mit mir zu kommunizieren oder mich zu sehen, obwohl er sich mitten in diesem Gespräch befand. Ich erinnere mich, dass ich zu diesem Zeitpunkt ein wenig in Panik geriet und allgemein verwirrt war, warum ich dieses Gefühl hatte und warum es so plötzlich auftrat. An diesem Punkt der Erkenntnis begann ich zu spüren, wie eine schwere Wolke in meinen Körper eindrang, als würde sie durch meine Haut sickern oder mit mir verschmelzen. Als diese Dunkelheit mich zu durchfluten begann, erinnere ich mich, dass ich spürte, wie mein Körper ihr nachgab und ich nicht mehr in der Lage war, meine Gliedmaßen zu kontrollieren und mit meinem Bruder zu sprechen, obwohl er immer noch mit mir redete. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, außer dass ich das Gefühl hatte, plötzlich in die Tiefen meines Geistes gezwungen zu werden, während sich diese Dunkelheit in meinem Körper niederließ und mein Bewusstsein übernahm. Ich fühlte mich schwer und gefesselt und hatte keine Kontrolle über die Worte, die als nächstes aus meinem Mund kamen. Mit meiner eigenen Stimme, aber etwas tiefer und heiserer, begann dieses Ding meinem Bruder zu erzählen, dass er jetzt die Kontrolle über mich habe und dass er mir und ihm wehtun wolle. Es wiederholte dies immer wieder und sagte auch Dinge wie, dass es jeden, den ich kannte, töten und ihm Schaden zufügen wolle. Es sagte meinem Bruder, dass es ihn als Nächsten holen wolle und dass es gerne Babys esse und einen Haufen anderer schrecklicher Dinge. Die ganze Zeit über befindet sich mein Bruder fast in einem tranceähnlichen Zustand, als ob er nicht merkte, was geschah, sondern miterlebte, wie ich diese Dinge in Zeitlupe zu ihm sagte. Er reagierte langsam oder gar nicht. Ich erinnere mich nur daran, dass ich versuchte zu sprechen und mit meinem Bruder zu kommunizieren und ihm zu sagen, er solle nach Gott rufen und beten, aber dieses Wesen, das meinen Körper bewohnte, zwang die Worte körperlich in meine Kehle zurück, sodass ich mich anstrengen und würgen musste. So etwas habe ich noch nie in einem Traum erlebt. Auch die körperlichen Empfindungen, die dies begleiteten, waren anders als alles, was ich je in einem Traum erlebt habe. Ich spürte förmlich, wie diese Dunkelheit gegen mich kämpfte, während ich versuchte, die Kontrolle über das, was ich sagte, zu erlangen. Das Wesen begann aggressiver zu sprechen und ich konnte spüren, wie es immer wütender wurde, je mehr ich mich zum Sprechen drängte. Ich hatte noch nie solche Angst, mich nicht beherrschen zu können, und so begann ich in meinem Geist mit so viel Überzeugung wie möglich zu wiederholen, dass ich zu Jesus Christus gehöre und dass es weder mich noch meinen Bruder holen könne. Während ich dies skandierte, versuchte ich immer wieder zu sprechen, und es gelang mir, die Worte »Ich bete zu Gott« aus meinem Mund zu bekommen, wenn auch nur angestrengt und gemurmelt zwischen dem Geschwafel der Wesenheiten. Erst als ich dies aus meinem Mund herauspresste, spürte ich, wie sich das Wesen aus meinem Inneren zurückzog. Es war, als ob es mich kontrollieren konnte, solange es durch mich sprechen konnte, aber als ich schließlich sprach und zu Gott rief, hatte es keine andere Wahl, als mich zu verlassen. Ich weiß noch, wie ich meinen Bruder packte, ihn aus seiner Trance rüttelte und ihm sagte, er solle noch einmal zu Jesus beten, bevor ich aufschreckte. Ich wachte in der Nacht auf, immer noch mit diesem Gefühl des Schreckens, betete aber noch einmal um Schutz, bevor ich wieder einschlief.
Ich wachte ziemlich früh auf, so gegen 6 Uhr morgens, um zur Arbeit zu gehen, und so war keiner meiner Mitbewohner wach und alle Lichter im Haus waren aus. Obwohl ich mich ein wenig über die Geschehnisse in der Nacht aufgeregt hatte, fühlte ich mich ziemlich sicher, als ich herumlief und mich fertig machte. Als ich jedoch die Tür zum Badezimmer öffnete, um mir die Zähne zu putzen, sah ich eine dunkle Rauchwolke in Form eines Kopfes und einer Schulter über dem Waschbecken schweben. Das Licht war ausgeschaltet, aber aus den nahen Fenstern drang noch etwas Licht, da die Sonne im Sommer recht früh aufgeht. Deshalb konnte ich deutlich den Unterschied zwischen den hinteren Fliesen des Waschraums und dieser dunklen, rauchigen Masse vor meinem Gesicht erkennen. Erschrocken knipste ich das Licht an, sprang zurück und sah zu, wie es mit einem Hauch verschwand. Ich meine, ich weiß es natürlich nicht genau, aber ich verband sofort, dass dieser dunkle Rauchschatten mich an dieselbe dunkle Präsenz erinnerte, die gerade in dieser Nacht von mir Besitz ergriffen hatte, und begann sofort wieder zu beten. Ich habe nicht einmal einen richtigen Vers oder irgendetwas anderes gesagt, sondern nur Gott angefleht, mich zu beschützen, und wiederholt, dass dieses Wesen in meinem Haus nicht willkommen ist und dass es nicht von mir Besitz ergreifen oder jemanden verletzen darf, den ich kenne. Ich fühle mich jetzt im Großen und Ganzen beruhigt, auch wenn ich immer noch etwas verängstigt bin. Aber bis jetzt ist seit diesem Morgen noch nichts passiert. Ich rief meine Mutter an, die daraufhin meine Großmutter anrief, und beide waren ziemlich erschrocken und beunruhigt über das, was ich beschrieb. Sie sagten beide, sie würden für mich und mein Haus beten und ich solle sie auf dem Laufenden halten. Ich habe es auch meinem Bruder erzählt, der als stereotyper Teenager im Allgemeinen unbeeindruckt und nur leicht besorgt war. Insgesamt denke ich, dass die Situation jetzt vorbei ist, aber ich bin mir immer noch unsicher. Obwohl ich schon früher paranormale Erfahrungen gemacht habe, habe ich noch nie etwas so Bedrohliches und Beklemmendes gespürt, und ich kann nicht anders, als mir Sorgen zu machen, ob ich nicht noch mehr tun sollte. Meine Mitbewohner sind im Allgemeinen gefühllos, daher kann ich nicht sagen, ob ich es übertreibe oder nicht. Ich habe noch nie einen so körperlichen Traum gehabt, und jedes Mal, wenn ich zuvor dunklen Wesenheiten begegnet bin, hatten sie nie die Fähigkeit, meine Handlungen zu kontrollieren. Wenn jemand eine ähnliche Erfahrung gemacht hat oder weiß, was dieser Traum bedeutet, dann sagt es mir bitte. Jeder Rat ist willkommen, auch wenn er eher der Beruhigung als der Lösung dient. Die dunklen Straßen. Hallo Leute, mein Name ist Roslyn und ich lebe in Virginia. Ich bin mein ganzes Leben lang hier aufgewachsen und ich bin mit Geschichten über alle Arten von Kryptiden hier aufgewachsen. Gestern Abend war es jedoch anders. Mein Mann, Charlie, und ich waren auf einer Fahrt in seine Heimatstadt in North Carolina. In diesem Ort leben vielleicht 2000 Menschen, wenn nicht weniger, und das nächste Krankenhaus ist fast eine Stunde entfernt. Hier aufzuwachsen war seltsam, hat er mir immer gesagt. Er hat immer gesagt, dass man nie wirklich allein ist, aber ich dachte immer, dass es nur die Geister von Hunderten von Verstorbenen sind, die umherwandern und neugierig vorbeigehen. Ich habe hier und da ein paar Schatten gesehen und ich kann sagen, dass ich mich nie allein gefühlt habe, aber ich habe mich auch nie bedroht gefühlt. Dieses Mal sind wir gegen 22 Uhr dorthin gefahren. Es gibt einen Ort, an dem wir gerne sitzen und manchmal brauchen wir eine Auszeit, um uns zu entspannen und die Gesellschaft des anderen zu genießen. Die Fahrt dauert nicht länger als 2 Stunden und wir nehmen gerne die landschaftlich reizvolle Strecke, wenn sie leer ist. Er hatte erwähnt, dass er diese Straße kennt, an der er immer gerne sitzt und an deren Ende eine Sackgasse mit Bäumen liegt. Als wir uns näherten, schwiegen wir beide, aber jetzt weiß ich, dass wir beide das gleiche Gefühl hatten. Ich bin jetzt nicht allein. Da habe ich es gesehen. Hinter den Bäumen lauerte, um nicht gesehen zu werden, eine große, schlaksige Gestalt. Ich erinnere mich, dass ich mich wie versteinert fühlte, und als ich seinen Blick bemerkte, schaute ich weg. Ich sagte ihm, er solle auf der Stelle gehen, und erklärte ihm später, was ich gesehen hatte. Als wir weiter in sein altes Viertel fuhren, hatten wir beide das Gefühl, verfolgt zu werden. Seine Straßen schienen eine Dunkelheit zu haben, die in diesen Nächten nicht typisch ist. Wir bogen zu unserem üblichen Platz ab und parkten. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich ihm beschrieben, was ich gesehen hatte, und wir kurbelten die Fenster herunter, um zu lauschen. Stille. Flüchtiges Grillenzirpen. Dann wieder Stille. Ich sah ihn an und spürte die Angst, beobachtet zu werden. Schon wieder. Wir haben uns aus dem Staub gemacht und den Heimweg angetreten, wobei uns beiden klar wurde, dass wir gejagt werden. Mein Mann weiß, wie man diese Straßen und Kurven nimmt, aber ich kann mir nur vorstellen, was passiert wäre, wenn er eine Kurve zu eng genommen hätte und wir gegen einen Baum gefahren wären.
Irgendwann blickte ich aus dem Fenster auf das dunkle Feld neben uns und sah es auf allen Vieren laufen. Ich konnte seine Wut spüren, ich hätte es nicht sehen dürfen. An diesem Punkt erzählte ich meinem Mann davon und er manövrierte uns in ein kleines Gebiet mit Zivilisation. Ein Hotel, ein paar Fastfood-Läden und ein Walmart. Er beschloss seltsamerweise, in den Walmart einzubiegen und zu parken. Schlechte Idee. Wir merkten schnell, dass wir gesucht wurden und schmiedeten einen Fluchtplan. Wir wussten beide, was vor sich ging, und wir wussten beide, dass wir zu diesem Zeitpunkt nur knapp dem Tod entronnen waren. In die Augen eines Raubtiers zu blicken, ist ein Gefühl, das man nie vergessen wird. Wir flüchteten schließlich nach Hause und ich versuchte, mich hinzulegen, um alles zu vergessen, aber ich merkte schnell, dass es mir nicht gut ging. Als ich meine Augen schloss, sah ich nur noch sein Gesicht, das mich anschaute. Die lange, weiße, aschige Schnauze mit den dunklen, hohlen Augen, die in der Mitte ein stechendes Grau hatten. Es war groß und stand auf beiden Beinen, es hatte einen Buckel und war erschreckend mager. Es war hungrig. Mein Mann erwähnte später, dass er nicht genau weiß warum, aber der Grund, warum er überhaupt in diese Straße einbog, war, dass er sich gerufen fühlte, dorthin zu gehen. Ich fühlte dasselbe und ich weiß, dass wir tot wären, wenn wir aus dem Auto ausgestiegen wären und ich nicht zufällig einen Blick in seine Augen geworfen hätte. Das bringt mich jetzt zu diesem Morgen. Ich bin gerade aufgewacht, nachdem ich in meinen Träumen von seinen Augen und seinem Gesicht heimgesucht wurde und ich bitte um Hilfe. Mein Mann meint, ich sei gezeichnet und könne nie mehr zurückkehren, aber ich weiß nicht genug, um zu verstehen, was mit mir geschehen ist. John Valentine. Am 5. Februar ging die 47-jährige Krankenschwester Cecilia Davis gegen 17 Uhr mit ihrem Hund und einer Freundin am Rockaway Beach in New York spazieren. Als sie Muscheln sammelte, bemerkte sie ein Bettlaken mit einem Muster aus Buchstaben und den Disney-Figuren Mickey Mouse, Goofy und Donald Duck, das sich im Seegras verheddert hatte. Zerfleddert und mit Unrat und Hufeisenkrabben vermischt. Neugierig geworden, ging sie näher heran und entdeckte, dass die Leiche eines kleinen Kindes in den Stoff eingewickelt war. Sie rief ihrer Freundin zu: „Das ist ein Kind“, woraufhin die beiden Frauen die Behörden verständigten. Der Junge erhielt den Spitznamen John Valentine, während die Ermittler versuchten, seine Identität herauszufinden. Als Davis beim Auffinden des Bündels einen Blick von den Schultern abwärts auf die Leiche erhaschen konnte, nahm sie an, dass es sich bei dem Kind um ein etwa ein Jahr altes Mädchen handelte, dessen Haut die Farbe von gealtertem gelbem Schaum hatte. Nach einer ordnungsgemäßen medizinischen Untersuchung stellte sich heraus, dass es sich tatsächlich um einen Jungen handelte, und zwar im Alter von 3 bis 5 Jahren. Eines der Knie des Kindes war angewinkelt und sein Fuß war unter den Körper geklemmt. Es wurde festgestellt, dass der Junge weiß oder hispanisch ist. Er war 91 cm groß und sein Gewicht konnte nicht geschätzt werden. Er hatte braunes, leicht gewelltes Haar und seine Augenfarbe war unbekannt. Er hatte Kinderfüße der Größe 5. Mehrere Knochen in seinem Oberkörper waren gebrochen. Man ist sich jedoch nicht sicher, ob dies postmortal geschah oder ob es ein Zeichen von Misshandlung zu Lebzeiten gewesen sein könnte. Der Körper war kopflos, aber er wurde nicht abgetrennt. Wahrscheinlich löste er sich während der Verwesung ab, wurde weggespült und von Meereslebewesen gefressen. Seine Todesursache ist unbekannt. Das Laken, in dem John gefunden wurde, wurde als Decke bezeichnet, aber es scheint, dass es eigentlich ein Bettlaken ist. Das Muster könnte aus den 70er Jahren stammen, sodass die Möglichkeit besteht, dass es ein gebrauchtes oder gestohlenes Bettlaken war. Außerdem wurde es in Massenproduktion hergestellt, sodass es unmöglich war, es aufzuspüren. Die Leiche und das Laken wurden in einem Seesack gefunden, der wie folgt beschrieben wurde: Gelber Seesack aus plastifiziertem Segeltuch mit einer Seitentasche mit Druckknopfverschluss. Der Seesack ist oben mit mehreren Ösen verschlossen. Es ist keine Schnur vorhanden. Der Boden des Seesacks ist aus schwerem weißem Segeltuch gefertigt. Es gibt 2 Riemen, die am Seesack befestigt sind und ihn umgeben. Die Tasche wurde auch als nautisch beschrieben und war mit Klebeband umwickelt und hatte möglicherweise irgendwann einen Kordelzug. Von der Tasche sind keine Fotos bekannt, aber es gibt welche von den Notizen. Man geht davon aus, dass sich die Tasche im Wasser geöffnet haben muss oder dass sie so beschädigt war, dass sie sich öffnen ließ und den Inhalt preisgab. Aufgrund mangelnder Hinweise vermutet die Polizei, dass der Junge von einem Boot oder in Übersee ins Meer geworfen und in New York angespült worden sein könnte. Ein Einheimischer stellt die Theorie auf, dass das Kind von der Atlantic Beach Bridge worden sein könnte.
Offenbar ertrinken in dieser Gegend viele Menschen und ihre Leichen werden vom Meer weit getragen. Die Entdeckung der Leiche von John Valentine hat alle Beteiligten sehr betroffen gemacht. Das an den Ermittlungen beteiligte Revier sammelte Geld, um die Beerdigung des Jungen zu finanzieren. Die Children of Hope Foundation hat ebenfalls einen Beitrag geleistet und nun ruht John auf dem Cemetery of the Holy Rood, in dem 80 Säuglinge liegen, die von ihren Müttern bei der Geburt ausgesetzt oder ermordet worden waren. John war eines der älteren Kinder, die dort begraben wurden. Cecilia Davis, die Frau, die Johns Leiche am Strand fand, ist irgendwann vor 2013 an Krebs verstorben. Laut ihrer Schwägerin, Emilia Arvey, hatte Cecilia doppelt getroffen, da sie keine Kinder bekommen konnte. Angeblich war sie nach diesem Vorfall nie wieder dieselbe. Laut Arvey sagte Davis: Wie kann jemand so grausam sein, ein Baby einfach zu töten, wenn es auf der ganzen Welt Menschen gibt, die keine Kinder bekommen können? Es gibt 1 Million Menschen, die dieses Baby nehmen würden. Ich denke, es ist so gut wie sicher, dass in diesem Fall irgendeine Art von Gewalt im Spiel war. Warum sonst sollte jemand die Leiche eines Kindes entsorgen? John war weder ein Säugling noch ein Neugeborenes, er war bereits 5 Jahre alt. Es handelte sich also nicht um eine postpartale Psychose oder eine unerwartete Geburt, bei der jemand in Panik geriet. Die gebrochenen Knochen fallen sofort ins Auge. Wenn er wirklich von einer hohen Stelle wie einer Brücke ins Wasser geworfen wurde, dann kann ich mir vorstellen, dass die Knochen beim Aufprall gebrochen sind, aber sie könnten auch das Ergebnis körperlicher Misshandlung gewesen sein. Über dieses Detail wissen wir nicht wirklich viel. Es ist bedauerlich, dass Johns Kopf nicht wiedergefunden wurde. Er würde uns wahrscheinlich mehr über ihn verraten. Vielleicht hätte man eine Büste oder eine Skizze anfertigen und in Umlauf bringen können und vielleicht würde ihn jemand erkennen. Im Internet wurde spekuliert, dass es sich bei John um Jesus Alvarado Martinez handeln könnte, einen 4-Jährigen, der wahrscheinlich von seinem Vater entführt wurde, nachdem dieser im Oktober 2004 seine Mutter in Texas getötet hatte. Das Alter und die ethnische Zugehörigkeit passen, ebenso wie die Größe, und Jesus verschwand kurz bevor John entdeckt wurde. Zwischen Texas und New Jersey liegt eine große Entfernung, aber es ist technisch möglich, dass der Vater von Jesus in den wenigen Monaten zwischen Oktober und Februar dorthin gelangen konnte. Es gibt keine Zahnabdrücke von John, keine Fingerabdrücke und überraschenderweise auch keine DNA. Dieser Fall ist relativ neu. Ich bin überrascht, dass keine DNA entnommen wurde. Vielleicht sind die Ermittler davon ausgegangen, dass der Fall bald gelöst wird. Aber es gibt auch gute Nachrichten. Dank der Fürsorge der Behörde für den Jungen wurde er begraben und wir wissen sogar, wo er liegt. Die Ausgrabung des Sarges, die Entnahme einer Probe und die Durchführung einer genetischen Genealogie scheinen sehr gut möglich zu sein und es fehlen nur noch die Mittel und das öffentliche Interesse, um den Fall wieder aufzurollen. Ich habe große Hoffnungen, dass der junge John Valentine irgendwann in der Zukunft seinen Namen zurückbekommt und dass hoffentlich denjenigen Gerechtigkeit widerfährt, die ihm das Leben genommen und seine Leiche vor fast 20 Jahren im Meer entsorgt haben. Die schlimmste Woche meines Lebens. Einige Monate vor der schlimmsten Woche meines Lebens reiste ich mit meiner Mutter zur Beerdigung ihrer besten Freundin in einen anderen Staat. Die beste Freundin meiner Mutter war eine der fürsorglichsten Menschen, die ich kenne, und ihr Verlust war niederschmetternd. Wir checkten früher als erwartet in unserem Hotel ein, also beschloss ich, ein kleines Nickerchen zu machen, bevor wir uns für die Totenwache fertig machen mussten. Als ich mich im Bett entspannte, schrillte der Feueralarm und ich schoss verwirrt aus dem Bett. 1 oder 2 Sekunden, nachdem ich aufgestanden war, hörte der Feueralarm auf. Wir scherzten, dass es wahrscheinlich die verstorbene Freundin meiner Mutter war, die sich vergewisserte, dass wir für ihren Besuch in bester Verfassung waren. Vor ein paar Wochen erhielt ich eine Nachricht von meinem Sohn, dass er sich in der Schule übergeben hatte. Da ich am Arbeitsplatz war, bat ich den Vater meines Sohnes, ihn abzuholen. Wenig später war das erbrochene Blut verschmiert. Ich sagte, ich würde sie in der Notaufnahme treffen. Als mein Sohn dort ankam, erbrach er Unmengen von Blut. Mein Sohn war blass, aber guter Dinge, als sie ihn schnell in den OP brachten. 3 Stunden später trafen wir ihn auf der pädiatrischen Intensivstation an, wo er intubiert und sediert war, damit man ihn im Falle einer erneuten Blutung sofort wieder in den OP bringen konnte. Obwohl ich im Rettungsdienst arbeite, ist es beängstigend, sein Kind an einem Beatmungsgerät zu sehen und an mehrere Infusionen angeschlossen zu sein. Ich stand an seiner Seite und behielt seine Lebenszeichen im Auge. Sein Blutdruck war niedrig, aber er hatte viel Blut verloren und war sediert, also war es nicht allzu beunruhigend, bis es soweit war. Sein Blutdruck fiel plötzlich systolisch in die 80er, 70er, 60er.
Was dann geschah, ist nur noch verschwommen zu erkennen, als eine Reihe von Leuten in den Raum stürmten, Befehle bellten, Medikamente verabreichten und ich einfach nur noch verschwommen denken konnte. Ich erinnere mich, dass ich hilflos dastand. Ich erinnere mich, dass ich mich hinsetzte, meine Finger verschränkte und so sehr betete, wie ich noch nie zuvor gebetet habe. Ich bin kein praktizierender Christ, aber ich bin in einer protestantischen Kirche aufgewachsen. Im Laufe der Jahre habe ich erlebt, wie Menschen, die sich selbst als Christen bezeichnen, im Namen Christi Hass, Diskriminierung und Nationalismus verbreiten. So bin ich nicht, also gehe ich nicht oft in die Kirche und behalte meinen Glauben dem Gebet vor. Ich bete zu einer höheren Macht und zu meinen lieben Großeltern, die von uns gegangen sind. In diesem Krankenhauszimmer flehte ich Gott, meine Großeltern, den verstorbenen Freund meiner Mutter und jeden anderen, der mir zuhörte, an, sich unserer zu erbarmen und mein Kind zu retten. Ich würde alles tun, um ihn zu retten. Der Zustand meines Sohnes stabilisierte sich und er war über Nacht stabil. Ich schlief auf der Couch im Krankenzimmer ein, doch als das Pflegepersonal kam, wurde ich ruckartig wach und stand auf. Die ersten Tage waren wie im Fluge vergangen. Ich wollte mich übergeben, blieb aber stark und zwang mich zu einem Lächeln, während mein Sohn heilte. Ich ging schließlich nach Hause, um wirklich zu schlafen, während mein Ex die Nacht im Krankenhaus verbrachte. Ich machte mich wie immer bettfertig, nahm meine Medikamente, schaltete den Ventilator ein und das Licht aus. Ich zog die Bettdecke hoch. Ich fing an zu beten, wie ich es immer tue, ganz still, und sprach die Worte in meinem Kopf. Ich begann mit dem Dank für die Rettung meines Sohnes. Plötzlich riss ich die Augen auf, als die Lichter im Zimmer wieder angingen. Ich saß einen Moment lang schweigend da, bis ich begriff, was passiert war. Dann bat ich Alexa, alle Lichter auszuschalten. Mich überkam ein Gefühl der Ruhe und ich wusste, dass es meinem Sohn gut gehen würde. Ich habe meinen Mann später gefragt, ob er die Lichter eingeschaltet hat, aber er sagte, er habe geschlafen. Ich habe die Lichter so eingestellt, dass sie sich von selbst einschalten, aber sie waren deaktiviert. Ich kann mir nicht erklären, was passiert ist. So etwas ist mir noch nie passiert, aber in meiner Familie schon. Nachdem meine Großmutter gestorben war, erschien sie meinem Vater mitten in der Nacht in einer Vision. Ein Teppich in ihrem Haus war zerknittert und weggelegt worden. Am nächsten Morgen lag er wieder schön glatt. Meine Familie ist eine normale Arbeiterfamilie. Wir glauben nicht übermäßig an das Paranormale, aber wir wissen, dass es vieles gibt, was wir nicht wissen und dass man für Dinge, die man vielleicht nicht versteht, offen sein sollte. Puppen. Das ist etwas aus meiner Kindheit, das mir bis heute ein Rätsel ist und mir immer noch ein bisschen Angst macht, wenn ich daran denke. Ich bin wirklich neugierig, ob es da draußen jemanden gibt, der mehr darüber weiß, denn es gibt wenig bis gar keine Informationen im Internet. Als ich ein Kind war, gab es in vielen Geschäften kleine gestrickte Puppen für wenig Geld zu kaufen. Nachdem ich ein wenig gegoogelt hatte, fand ich heraus, dass der Markenname Yudara lautete und dass es sich höchstwahrscheinlich um eine Nachahmung der bekannteren Watchover Voodoo Dolls handelte, da sie den gleichen Stil und das gleiche Konzept hatten. Im Grunde wurden sie als Glücksbringer verkauft. Jede Puppe hatte ihren eigenen Namen und ihre eigene Kraft und ihr Design war darauf abgestimmt. Meine Mutter kaufte drei von ihnen. Eine davon war Chipper, eine Cheerleaderin, die die Kraft hatte, jeden zum Lächeln zu bringen. Die anderen waren Ellie, ein rosafarbener Elefant, der einem hilft, sich an das Wichtigste zu erinnern, und Florence, eine Krankenschwester, die dafür sorgen sollte, dass man sich besser fühlt, wenn man krank ist. Ich weiß nicht, ob meine Mutter wirklich geglaubt hat, dass sie magische Kräfte haben, aber sie ist eine eher beiläufig spirituelle Person, die an Geister und Magie und Ähnliches glaubt. Nachdem wir sie gekauft hatten, fühlte ich mich mürrisch und meine Mutter reichte mir Chipper und sagte, dass ich mich mit ihr vielleicht besser fühlen würde. Ich verdrehte die Augen und sagte, ja, klar. Aber als ich auf die Puppe hinunterblickte, lächelte ich. Ich habe mir das Lächeln auch nicht ausgesucht. Es war, als ob sich meine Muskeln automatisch bewegten, um mich zum Lächeln zu bringen, wenn ich sie ansah. Ich erinnere mich, dass das auch bei anderen Gelegenheiten passiert ist, aber das kann auch ein Placebo gewesen sein. Beim ersten Mal jedoch schwöre ich bei meinem Leben, dass ich mich nicht bewusst für ein Lächeln entschieden habe. Ich glaube fest daran, dass die Puppe das irgendwie bewirkt hat. Das ist aber noch nicht das Seltsamste. Als wir nach Hause kamen, schaute ich auf die Rückseite des Puppenanhängers. Die Warnung lautet: Warnung. Dies ist kein Spielzeug und aufgrund der extremen magischen Kräfte wird es nicht für Kinder unter 13 Jahren empfohlen. Nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.
Es wird auch erwähnt, dass es ein Yodara-Spiel im Internet gibt, also habe ich meine Mutter gefragt, ob ich die Website besuchen und es spielen kann. Meine Mutter lehnte ab, weil sie ein schlechtes Gefühl dabei hatte, nachdem sie die Warnung gelesen hatte, und ich habe die Website nie besucht. Leider gibt es die Website jetzt nicht mehr. In dieser Zeit meiner Kindheit hatte ich mit einer schweren Angststörung und einer Zwangsstörung zu kämpfen. Beide wurden nicht medikamentös behandelt und ich wusste bis vor ein paar Jahren nicht einmal, dass es sich bei dem, womit ich kämpfte, um eine Zwangsstörung handelte. Ich hatte diese schreckliche Angst, irgendwie an einen Ort teleportiert zu werden, an dem nichts existiert, nur eine unendliche, weiße Leere. Ich weiß, dass das albern ist, aber ich war ein Kind und meine Geisteskrankheit führte dazu, dass ich mich mit Dingen beschäftigte, die mir Angst machten, und der Gedanke an einen Ort, an dem es nichts gibt, macht mir ehrlich gesagt auch heute noch Angst. Eines Tages gab es einen Moment, in dem ich Ellie ansah, die Puppe, die einen daran erinnern sollte, was am wichtigsten ist, und plötzlich hatte ich ein Bild vor Augen. Es war genau die weiße Leere, die ich mir in meinen Ängsten immer vorgestellt hatte, mit den Worten »Gott ist immer bei dir«, die mir quasi telepathisch übermittelt wurden. Ich möchte betonen, dass ich als Atheist aufgewachsen bin und in meinem Leben noch keinen einzigen Tag eine Kirche besucht habe. Ich betrachte mich nicht als Christ und war es auch als Kind nicht, deshalb finde ich es außerordentlich seltsam, dass ich das gedacht habe. Obwohl die Puppen eindeutig gute Absichten hatten, machte mir das als Kind Angst, weil ich dachte, dass sie meine Gedanken gelesen haben mussten, um von meiner Angst zu wissen. Es fühlte sich definitiv wie eine Botschaft an, die von der Puppe kam. Vielleicht waren diese beiden Erfahrungen, die ich mit den Puppen hatte, nur ein Placebo. Ich weiß, dass der Verstand eine sehr seltsame Sache sein kann. Selbst wenn das der Fall sein sollte, bin ich doch sehr neugierig, was andere denken und ob noch jemand solche Erfahrungen gemacht hat, selbst wenn es mit anderen Puppen war. Obwohl diese Puppen dort, wo ich lebe, sehr beliebt waren, gibt es online so gut wie nichts über sie und ich konnte keinen einzigen anderen Beitrag finden, in dem jemand über seine Erfahrungen mit ihnen berichtete. Ich weiß, es klingt albern, aber selbst als Erwachsener glaube ich fest daran, dass diese Puppen tatsächlich Magie enthalten. Ich habe vor, irgendwann einmal die Wayback Machine zu benutzen, um zu sehen, wie die Website früher aussah, aber so peinlich das auch ist, ich habe immer noch ein bisschen Angst davor. Das Zimmer. Dies geschah im Juli 2023, als meine Freundin und ich meine Großmutter in Schottland besuchten. Wir waren damals 18 und 19 Jahre alt, beide weiblich, und ich hatte noch nie zuvor Begegnungen in diesem Haus gehabt, auch wenn ich nicht so oft zu Besuch war. Die Aktivität fand anscheinend nur in einem Raum statt, in dem ich mich nicht daran erinnern kann, dass so etwas in der Vergangenheit passiert ist. Meine Großmutter lebt allein, und das Haus ist ziemlich groß und ziemlich alt, obwohl ich das ohne weitere Nachforschungen nicht bestätigen kann. Ich habe das ganze Internet durchforstet, um herauszufinden, was passiert ist, aber ich habe noch nichts gefunden. Also, Nacht 1. Ich sitze allein in dem mir zugewiesenen Zimmer am Ende des Bettes, während meine Freundin Emily sich im Bad fertig macht. Ich sitze an meinem Handy und scrolle, als ich nach rechts schaue und sehe, dass das Fenster sowohl Jalousien als auch Vorhänge hat. Ich stehe auf und fummle daran herum, weiß aber nicht, wie ich es anstellen soll, und setze mich wieder hin, um mich meinem Handy zuzuwenden. Dann kommt Emily ins Schlafzimmer, geht direkt von der Tür zum Fenster und beginnt ebenfalls mit den Jalousien zu hantieren. Ich blicke kaum auf und sage ihr, sie solle sich keine Sorgen machen, wenn sie es nicht schaffe, denn ich könne es auch nicht. Sie kehrt wieder ins Bad zurück. Am nächsten Morgen begrüßen Emily und ich meine Großmutter auf dem Flur vor unserem Zimmer. Sie fragt, wie wir geschlafen haben und dann, ob wir die Jalousie heruntergelassen haben. Ich will gerade unsere Dummheit eingestehen, als Emily hinter mir sagt, ja. Ich drehe mich um und lächle ein wenig, weil ich denke, dass sie uns deckt. Als das Gespräch beendet ist, gehen wir beide zurück ins Schlafzimmer und fangen an, darüber zu lachen. Mitten im Lachen sagt Emily zu mir, ich wusste gar nicht, dass es in diesem Zimmer Jalousien gibt, und lacht weiter. Ich fange an, sie daran zu erinnern, dass sie es aufgrund der Ereignisse der letzten Nacht sehr wohl weiß. Nachdem ich ihr ein paar Mal die genauen Einzelheiten erklärt habe, lacht keiner von uns mehr. Wir sind so verwirrt. Dann weise ich Emily auf die Jalousien hin und sie geht zu ihnen hin, greift nach oben und zieht sie beim ersten Versuch perfekt herunter, immer noch überzeugt davon, dass sie sie gestern Abend nicht bemerkt hat. In diesem Moment denke ich an die Geschehnisse zurück und stelle einige merkwürdige Dinge fest, die ich damals nicht beachtet hatte. Erstens, Emily hatte ihr Gesicht nie in meine Richtung gedreht, auch nicht, als ich mit ihr sprach.
Alles, was ich gesehen hatte, war ein kurzer Blick auf ihren Rücken, dieselbe Kleidung und alles, aber niemals ihr Gesicht. Zweitens, sie hatte die ganze Zeit über nicht gesprochen, auch nicht, als ich sie ansprach und war sofort wieder gegangen, so abrupt, wie sie gekommen war. Drittens, sie war zufällig hereingekommen und hatte sich sofort auf den Weg zu den Jalousien gemacht, die ich gerade zu ziehen versuchte, obwohl ich nicht um Hilfe gebeten hatte, sodass sie unmöglich davon gewusst haben konnte. Jedenfalls waren wir zu diesem Zeitpunkt beide sehr verwirrt. Wir kommen zum dritten Morgen unseres Besuchs. Emily und ich sind im Badezimmer und machen uns für den Tag fertig, als sie mir erzählt, dass sie auch etwas Seltsames gesehen hat. Ihrer Aussage nach saß sie auf dem Boden und lehnte sich an die Seite des Bettes, wobei der kleine Badezimmerspiegel vom Boden aus nach oben gerichtet war, sodass sie ihren Pony darin kräuseln konnte. Sie erzählte mir, dass sie mich sah, wie ich still auf der gegenüberliegenden Seite des Bettes saß, mit dem Rücken zu ihr. Doch dann blickte sie zur Seite und sah mich auf dem Boden am Ende des Bettes sitzen, mitten beim Anziehen. Offenbar war es unmöglich, dass ich mich so schnell und leise bewegt habe, obwohl ich dafür nur ihr Wort habe. In der dritten oder vierten Nacht schien alles einen zugegebenermaßen recht kleinen Höhepunkt zu erreichen. Ich wurde um 2 Uhr morgens von Emilys Schreien im Schlaf neben mir geweckt. Ich rüttelte sie schnell wach und sie hörte auf zu schreien. Ich fragte sie, was los sei, und sie sagte, sie habe einen Albtraum gehabt, in dem ein schattenhafter Mann in der Zimmerecke gestanden habe, der auf sie zugekommen sei. Aus irgendeinem Grund hatte keiner von uns Angst, und so drehte ich mich um wieder einzuschlafen. Als ich mich jedoch bewegte, verschob sich ein leichtes Gewicht auf mir, und ich tastete unter der Bettdecke herum und entdeckte, dass mein iPad direkt auf mir lag. Verwirrt hob ich es auf und wollte es wieder auf meinen Nachttisch legen, doch dann rollte ich mich um und stieß gegen meine Wasserflasche, die ebenfalls auf mir lag. Noch verwirrter streckte ich mich nach der Nachttischlampe, um alles wieder zurückzustellen, und schlief dann wieder ein. Am nächsten Morgen musste ich Emily fragen, ob das, was passiert war, wirklich passiert war, weil es einfach so unwirklich war. Sie bestätigte, dass sie sich an alles erinnerte, und wir versuchten, die Situation zu erklären. Ich schlug vor, dass ich vielleicht meine eigenen Sachen im Schlaf auf mich gestapelt hatte, eine Theorie, die nicht viel Gewicht hatte. Jedenfalls lachen wir gerade und denken über Erklärungen nach, als Emily bemerkt, dass ihre Wasserflasche auf ihrem Nachttisch fehlt. Wir sind wieder etwas verwirrt, aber ich schlage vor, dass sie sich in der Nacht bewegt und sie im Schlaf umgestoßen hat. Wir suchen den Boden in der Nähe ab, die Rückseite des Bettes, ziehen sogar die Bettdecke aus und schütteln sie aus. Nichts. Wir weiten die Suche aus und schließlich entdecke ich sie, aufrecht stehend auf dem Boden in der Mitte unseres Schlafzimmers. Und das ist so ziemlich alles, was passiert ist. Bitte lasst mich wissen, wenn ihr eine Idee habt, was das sein könnte. Ich hatte die Theorie, dass es sich um den Geist eines Mädchens im Teenageralter handelt, der schläft, bis ein paar andere Freunde in ihrem Alter auftauchen, aber Emilys Albtraum über den Mann stellt diese Theorie etwas in Frage. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich alles in Betracht gezogen habe, was dies erklären könnte, und es ausgeschlossen habe, aber lasst mich auch wissen, ob irgendetwas passiert sein könnte, um dies aus wissenschaftlicher Sicht zu verursachen. Ich will einfach nur antworten.